Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Franzi und heute geht es um 20 Dinge, die ich in 2020 gelernt habe. Viel Spaß! Als allererstes möchte ich aber dazu sagen, dass das nicht unbedingt Dinge sind, die ich jetzt nur dieses Jahr gelernt habe und komplett neu entdeckt habe für mich sozusagen. Sondern es sind zum Beispiel auch Dinge, wo es mir immer wieder schwer fällt, das auch zu behalten. Also ich lerne es immer wieder und dann vergesse ich es doch wieder und falle wieder drauf rein oder sowas. Wenn ihr versteht, was ich meine. Teilweise sind es sogar Dinge, die ich vielleicht zwar hier schon realisiert habe, aber noch nicht so wirklich 100% so verinnerlicht habe. Wenn ich zwischendurch kurz nach unten schaue, dann habe ich hier meine Notizen. Und also wundert euch nicht darüber. Die Sachen, die ich hier dann sage, die sind jetzt nicht in irgendeiner speziellen Reihenfolge. Und damit möchte ich jetzt auch endlich starten nach dieser langen Vorrede. Als erstes habe ich mir aufgeschrieben, meine Größe definiert mich nicht. Damit meine ich, dass es egal ist, wie groß ich bin und es ändert nichts an mir als Mensch quasi. Also ich habe selber sehr starke Probleme mit meiner Größe, weshalb es mich auch sehr verletzt hat, wenn jemand schlecht über meine Größe geredet hat. Und ich bin gerade dabei zu realisieren, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, klein zu sein, sage ich mal. Und ich möchte dahin kommen, dass es mir vollkommen egal ist, wenn jemand etwas Schlechtes über meine Größe sagt. Aber so weit bin ich leider noch nicht. Aber ich habe immerhin hier oben schon verstanden, dass mich meine Größe nicht definiert. Eine weitere Sache, die ich gelernt habe, ist, stolz zu sein auf mein Abi, obwohl es kein 1-Komma-Schnitt ist. Das war sehr schwierig für mich, weil ich habe rundherum viele Leute gehabt, die einen 1-Komma-Schnitt hatten und ich selber wollte eigentlich auch unbedingt einen 1-Komma-Schnitt haben. Jedoch habe ich gemerkt, dass es halt vollkommen egal ist, was für einen Abi-Schnitt man hat. Das ändert nichts an einem als Mensch. Später fragt dich niemand, hey, wie war dein Abischnitt eigentlich? Sondern es zählt eigentlich nur, dass man selbst stolz ist darauf. Und jetzt bin ich so langsam an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, hey, das war voll anstrengend und ich bin jetzt richtig glücklich, dass ich es überhaupt geschafft habe, Abi zu machen. Das kann mir keiner nehmen. Des Weiteren musste ich schon wieder bzw. Wiederholt lernen, dass Leute oft etwas Verletzendes sagen, ohne dass sie merken, dass es verletzend war. Und diese Erkenntnis hat mir halt schon irgendwo in der Hinsicht was gebracht, dass ich jetzt darüber nachdenken kann und sagen kann, hey, die Person wollte mich nicht vorsätzlich verletzen, sondern hat es halt selber wahrscheinlich nicht gemerkt. Als Viertes habe ich gelernt, besser auf meinen eigenen Körper zu hören. Beziehungsweise ich bin noch dabei, das immer zu verbessern, aber es hat sich schon sehr verbessert in den letzten Monaten und ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt schneller merke, wie es mir geht und das nicht sofort ignoriere. Und ja, als fünfte Sache habe ich gelernt, dass es okay ist, wenn es einem nicht gut geht. Das war sehr, sehr wichtig, weil ich habe mich selbst immer fertig gemacht dafür, wenn es mir von der Lunge oder vom Herz oder von der Migräne oder so oder von den Allergien oder irgendwas nicht in Ordnung war. Und da habe ich mich immer selbst fertig gemacht und habe immer mich auch gefragt, was habe ich falsch gemacht und fand es halt selbst auch super nervig und blöd, wenn es mir nicht so gut ging.
Aber es ist okay, wenn es einem nicht so gut geht. Dann muss man halt mal einen Tag Pause machen, sag ich mal. Und dann wird es hoffentlich auch wieder besser. Zudem habe ich auch gelernt, dass ich mich nicht für Dinge entschuldigen sollte, für die ich nichts kann, beziehungsweise auf die ich keinen Einfluss habe. Damit meine ich einfach, wenn ich selbst überhaupt gar nicht damit zu tun habe, wieso entschuldige ich mich? Ich meine, wenn jetzt durch Zufall irgendetwas passiert oder wenn ich quasi krank werde oder mich krank melden muss, dann sollte ich mich nicht dafür entschuldigen. Und das muss ich selber noch irgendwo lernen, weil ich habe das so drin, mich dafür dann zu entschuldigen, wenn ich krank bin. Dabei kann ich ja dafür gar nichts. Wisst ihr, was ich meine? Was ich noch gelernt habe, ist, dass meine chronischen Erkrankungen nichts sind, wofür ich mich schämen muss. Beziehungsweise das versuche ich noch mehr zu verinnerlichen, aber ich habe es im Grunde schon gelernt. Das Problem ist, dass ich mich halt immer in der Öffentlichkeit zum Beispiel geschämt habe, wenn ich jetzt Medikamente nehmen muss. Das fällt mir immer noch schwer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meine Gesundheit verschlechter, weil ich in der Öffentlichkeit bin und dann keine Medikamente nehme oder sowas. Es ist eher so, dass ich jetzt einfach so ein doofes Gefühl habe, wenn jetzt Leute zuschauen oder so, wenn ich Medikamente nehme. Zudem habe ich gelernt, was ich eigentlich schon vorher wusste und auch schon die Jahre davor immer mehr gelernt habe. Familie, Freunde und vor allem Gesundheit sind das aller Wichtigste auf der Welt. Was ich auch gelernt habe, ist weniger auf die Meinung anderer zu geben. Also ich habe immer überlegt, ja, was denkt der und der sich denn jetzt oder die und die, und das ist einfach nicht gut. Und was ich natürlich auch gelernt habe, beziehungsweise was heißt natürlich, und das ist auch nicht so wirklich, was ich richtig gelernt habe, sondern eher was ich bemerkt habe, ist, dass wenn es mir psychisch besser geht, geht es mir auch physisch wesentlich besser. Ich hoffe, es war verständlich. Außerdem sollte man keine Dinge machen, nur um dazu zu gehören. Und was für einige wahrscheinlich wirklich komisch klingt, ich bin ja das erste Mal allein lebend sozusagen. Ein eigener Haushalt ist so schwer. Abwaschen, putzen, staubsaugen, Wäsche waschen. Das nächste habe ich auch so ein bisschen durch unsere Patienten gelernt, aber eigentlich wusste ich es schon vorher, beziehungsweise man hört es immer wieder und klingt vielleicht sogar schon so ein bisschen sich wiederholend, aber man sollte jeden Tag wirklich, wirklich so nutzen, als wäre es der letzte. Und man sollte immer irgendwas an einem Tag machen, was für einen selbst ist. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man jeden Tag jetzt groß irgendwie Party machen sollte oder irgendwas, was man gerne dauernd machen würde oder den ganzen Tag Urlaub machen sollte, sondern einfach, dass man an jedem Tag zumindest eine Sache hat, die einen wirklich krass erfreut. Auch, dass es wichtig ist, Probleme, die man hat oder Streitthemen anzusprechen, habe ich gelernt. Im Punkt Social Media habe ich auf jeden Fall gelernt, das ist auch richtig schlimm sein kann. Besonders die Kommentare auf Instagram, auf YouTube. Ich denke, das kennt jeder. Jeder hat schon mal einen Kommentar gekriegt auf einer dieser Plattformen. Und das kann einen, wenn man nicht aufpasst, richtig runterziehen. Außerdem habe ich gelernt, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal Zeit für sich ganz alleine braucht und sagt, ey, ich habe heute keinen Bock zu telefonieren oder mich mit dir zu treffen oder so. Wenn es einem dann danach besser geht, ist das so wichtig teilweise. Was ich auch ganz wichtig finde, was ich gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, dort, wo man gerade ist, lebt, wie auch immer, soziale Kontakte zu knüpfen, beziehungsweise einfach zu haben. Und
sonst kann man sich sehr schnell einsam fühlen und das ist wirklich kein schönes Gefühl. Leider musste ich in diesem Jahr auch lernen, dass es Leute gibt, die einfach so wahnsinnig falsch sind, dass man echt vor jedem Satz, den man zu jemandem sagt, überlegen muss, ob man den nun wirklich sagt. Einfach weil die Person das irgendwann gegen einen verwenden kann oder das einfach weiter tratscht, obwohl das vielleicht was Privates ist. Und als letztes habe ich etwas gelernt oder beziehungsweise bemerkt. Autofahren macht so wahnsinnig Spaß. Also ich vermisse es, seit ich hier in der Schweiz bin, so total Auto zu fahren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es wahnsinnig Spaß gemacht hat, wenn ich Auto gefahren bin. Und es ist einfach voll cool. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und wer weiß, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, ich antworte, soweit es geht, auf alles. Dann bis zum nächsten Mal.